Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV-TV. Das Kribbeln fängt schon an. Wir haben eine lange Vorbereitung vor uns gehabt, wo man richtig gut arbeiten konnte. Wir haben super Bedingungen gehabt zum Arbeiten, wo jetzt dieser große Druck nicht da war. Der baut sich jetzt aber mittlerweile wieder auf, was auch gut so ist, was auch die gewisse Würze so ein bisschen mit reinbringt. Und hier zu Hause vor vielen Leuten mit dem Ostderby starten zu dürfen, ist eine richtig coole Nummer und da freuen wir uns unheimlich drauf. Wir haben halt natürlich die Vorbereitung angefangen mit halt weniger Spieler, als wir halt eigentlich wollten. Aber die Jungs, die da waren, haben halt super mitgezogen. Deswegen waren halt die 6 Wochen halt sehr lang, sehr intensiv. Aber ich glaube, dass wir halt jetzt in einem Stand sind, wo wir halt wirklich das Spiel so annehmen können, wie es sich kommt. Wir freuen uns unheimlich, dass es wieder losgeht. Und wir freuen uns unheimlich, dass wir eine gute Matchup zusammenbekommen haben. Wichtig wird erstmal sein, dass wir gut in das Jahr kommen. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass es, glaube ich, erst am 8. Spieltag der Fall war, dass wir einen Dreier gezogen haben. Das war natürlich zu lang, ganz klar. Wir wollen gleich am 1. Spieltag zeigen, dass wir da sind, dass mit uns zu rechnen ist, dass wir ja, mit dem Dreier einfach starten. Wir haben eine coole Herausforderung mit Halle, ein Ostderby auf dem Sonntag. Zu Hause vor vielen Leuten, also da gibt es nichts Besseres, als mit dem Dreier zu starten. Dass die Aufgabe schwer ist, das ist klar. Dass nichts garantiert ist, ist auch klar. Aber eins zumindest ist garantiert, dass die Mannschaft vom FSV alles daran setzen wird, den Dreier zu ziehen. Wir wollen unsere Stärken stärken, unsere Schwächen halt auch verbessern. Es ist wichtig für uns nicht, dass wir halt Fußball neu erfinden wollen. Wir werden oft in eine Schublade gesteckt, wir werden nur lange Bälle spielen, nur Standardsituationen. Standardsituationen spielen eine wichtige Rolle im Fußball, Punkt. Nicht nur halt bei uns. Wir wollen das halt beibehalten. Diese Stärken, die wir halt einfach haben, diese Umschaltgeschichte, Standardsituation defensiv, aber auch offensiv, wir wollen die halt beibehalten. Wir wollen halt uns spielerisch weiterentwickeln, aber es ist nicht so, dass ich halt die Mannschaft sagen, okay, wir wollen halt nur hinten raus spielen, wir wollen halt keine lange Ball spielen. Lange Bälle halt gehören dazu. Wir wollen gut vorbereitet sein auf diese lange Bälle, wir wollen halt gezielt spielen, wenn wir sie spielen, und wir wollen halt in der gegnerischen Hälfte alle Freiheiten, wir wollen halt Zielschräge spielen, wir wollen halt viele Strafraumaktionen haben und viele Torchancen bekommen. Und das ist halt das, was halt uns immer ausgemacht hatte, und wir wollen daran arbeiten, und das haben wir auch getan. Ich hoffe nicht, dass er anders ist, weil die letzten Jahre grundsätzlich in Zwickau eine Mannschaft auf dem Platz war. Das heißt nicht, dass du 11 Leute auf dem Platz hast, da bist du gleich eine Mannschaft, da gehört ein bisschen mehr dazu, und das hatten wir Gott sei Dank die letzten Jahre durch ganz hervorragende Charaktere gehabt. Und ich gehe schwer davon aus, dass es dieses Jahr wieder so sein wird. Wir haben ein paar Abgänge gehabt, die dazu beigetragen haben, eine gute Stimme, einen guten Charakter, eine Stimmung und einen guten Charakter auf dem Platz zu haben. Wir haben aber auch neue Jungs dazu bekommen, die Fußstapfen auf jeden Fall ausfüllen können. Das geht nicht von jetzt auf gleich, das dauert schon noch ein paar Tage, ein paar Wochen und auch ein paar Spiele, um wirklich zu wissen, was ist hier richtig los in der Liga, wie läuft es bei uns. Aber ich freue mich unheimlich drauf. Wir haben einen guten Kern in der Mannschaft, einen erfahrenen Kern in der Mannschaft, und die neuen Jungs werden das alles kennenlernen, wie es in Liga 3 läuft, wenn sie es noch nicht gespielt haben. Und zusammen werden wir für den FSV alles daran setzen, die Klasse zu halten. Uns immer gut, halt zu wissen, was die andere Mannschaft halt macht, aber immer auf unsere eigenen Stärken zu besinnen. Wir wissen, dass halt das Halle mit sehr viel Selbstvertrauen halt zu uns kommt, dass sie halt wirklich eine spielstarke Mannschaft haben, dass sie halt gute Ergebnisse geholt haben in der Vorbereitung, dass die halt letzte Saison auch eine starke Mannschaft gehabt haben, dass die halt auch mit den Spielern, ich glaube, das sind 6, 7, die in der Startelf stehen, die halt letzte Saison schon da gespielt haben. Und von daher, wir sind gewarnt, wir wissen, dass die halt andere Ambitionen als wir haben. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil in Liga 3 ist es nun mal so, da kannst du Etat haben, wie du willst, und Mannschaften haben, wie du willst. Wenn du die Tugenden nicht auf den Platz bringst, da kannst du gegen jede Mannschaft verlieren oder halt auch gewinnen, wenn du es gut machst. Dementsprechend ist
Halle erstmal ein richtig cooler Gradmesser für uns, um zu wissen, okay, was läuft gut, was läuft weniger gut, woran müssen wir schleunigst arbeiten, damit es erfolgreich wird in der Zukunft. Dann hast du leider eine Woche dann, leider kein Spiel und dann geht es gleich mal mit der englischen Woche weiter. Also es geht dann wieder Schlag auf Schlag gegen richtig gute Mannschaften. Da sind kleinere Vereine dabei, da sind größere Vereine dabei, ambitioniertere Vereine dabei. Und wir müssen einfach jeden Spieltag so annehmen, dass wir in der Lage sind, die 3 Punkte zu holen. Weil das wird ganz entscheidend sein, völlig egal, wie der Gegner heißt. Wir freuen uns, dass halt viele Karten schon verkauft sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn halt noch mehr dazu kommen würden. Liebe FSV-Fans, große Klasse, dass der Vorverkauf bis dato für das Halle-Spiel so erfolgreich läuft. Ich hoffe, dass da der ein oder andere noch mal den Weg ins Stadion findet, weil wir brauchen euch. Es geht nur mit euch zusammen. Wir haben Sonntag 14 Uhr gegen Halle gleich mal ein Ostderby vor der Brust. Wir freuen uns unheimlich drauf, dass es wieder losgeht, dass es mit euch losgeht. Und mit euch wollen wir natürlich hier in unserem Stadion viele, viele zahlreiche Siege feiern. Gerade halt in den Phasen, wo es halt so holprig ist, dass wir halt einfach die Ruhe bewahren, dass wir unsere Zuschauer wie die letzten 4 Jahren hier, wo ich bin, dass sie halt einfach ruhig geblieben sind, dass sie halt die Mannschaft, wenn die gesehen haben, dass die Mannschaft halt einfach unten Gas gibt, dass sie halt applaudieren, dass sie halt dahinter stehen. Nur gemeinsam schaffen wir das. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.